danke, dass du da warst. Das machst du nicht ungestraft. Ne. Oh, Scheiße. Das macht du nicht ungestraft. Ja, das wird nix. Oh, danke, dass du da bist. Das hätte schief gehen können. Ja, das hätte es. Unter Strom, ich will hier weg. Oh, das ist eine beschissene Idee. Ich speichere mal, wa? Guck mal, wie sie da unten aufs Maul kriegt die ganze Zeit. Sie ist halt mittendrin. Aber das ist Teamwork. Sie hat die halt für uns abgelenkt, ne? Das ist Teamwork. Das kennt man so gar nicht mehr. Oh, Junge. Scheiß die Wand an! Oh. Sehr gut gemacht, Kaya. Hast du sehr gut gemacht. Guck mal, wie ich das wieder geschafft habe. Puh. Oh, ja, 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 ja. Ja, dann haben wir das ja geschafft. Dann müssen wir nur noch. Oh, sag mir nicht, dass das noch weitergeht. Ich dachte, wir haben. Eine hohe Belohnung. Aber das war doch das, oder? Haben wir nicht. Haben wir doch. Gibt es da keine weiteren Infos zu? Warte mal, ich guck mal. Dialoganzeigen? Nee, aber ich dachte, wir haben das jetzt schon eingesagt. Es ist halt immer noch markiert auf der Karte, ne? Okay, ich speichere mal kurz hier. Und düse mal kurz zurück, ob das gereicht hat. Wir düsen mal kurz zu Bill. Oh, Junge. Bitte sag mir, dass das war. Ich will da nicht nochmal rein. Ich würde, aber ich will nicht. Ja, da kommen wir runter, okay. So. Ja, da ist er ja. Hey, Bill. Meine Tage hier sind bald gezählt. Ich hasse alles. Ja, das war's nicht. Okay, warte, 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 warte. Das war's nicht. Schnellspeicherung. Ich probiere mal den hier. Mal gucken. Wahrscheinlich keine gute Idee, ne? Aber wir haben noch mit 50 Minuten. Ja, der ist keine gute Idee. Das macht. Oh, danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Habe ich echt gerne gemacht, ist gar kein Problem. Ich glaube, jetzt ist es ein anderer, ne? Wow, wie ich springe. Das machst du nicht ungestraft. Theoretisch kann ich aber warten, bis sie die alle hat, ne? Aber das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Okay.
du nicht um. Ich glaube, da komme ich. Ja, gerne. Danke, dass du da warst. Wow. Die müssen sie wirklich hassen. Juhu! Komme ich da irgendwie? Oh, ich hätte vielleicht vorher mal aufladen sollen. Ja, ach du Scheiße, das ist ja eine Scheißaufgabe. Ich hasse. Oh nein, ich bin schon wieder hier. Ich muss da drüben mal schnell speichern. Ich mach mal den 50 Minuten, ne? Automatische Speicherung, 50. Hä? So, warte. Ja, oh, hier sind wir ein bisschen weiter weg und wir müssen noch einen anderen Kollegen finden. Glaube ich. Wahrscheinlich da hinten. Und ob wir da irgendwas machen können, das weiß ich nicht. Und ich würde am liebsten halt ehrlich gesagt oben. Oben rüber gehen. Meine Fräse. Komme ich da irgendwie hoch? Ich muss mich halt echt einfach dran vorbeifuchsen irgendwie, ne? Was machst du? Was ist denn? So, warte. Ja, mal gucken. Ja, wir kriegen das schon hin. Man bleibt optimistisch, ne? Sieg der Hoffnung über die Erfahrung. So. Gleich mal oben. Dann gehen wir ein bisschen rum und gucken mal, wo die andere oder der andere oder... Ich glaube ja immer noch, dass Bill uns bescheißt. Der Bill ist gar nicht der Nice Guy. Das würde uns alle sehr überraschen. Von hier oben ist auch viel schöner. Mann, Piranha, warum? Da hat man einmal ein Areal, wo man noch nicht war und dann... ist schon wieder alles verstrahlt. So. Okay, der Kollege dürfte... Oh, ein Sewandpilz. Ja, ich sehe das doch von... Ich sehe das doch... Boah, die Klippe hier oben ist auch noch... eine Trap. Das ist ja mies, Alter. Ja, wie mies wollen wir die Quest für Bill... Ah, natürlich, die ist mehrfach getrappt. Wie mies wollen wir die Quest für Bill machen? Ja. Bloß wegbleiben vom Loch da drüben. Ja, da auf dem Baumstumpf ist es, ne? Ich hätte wahrscheinlich von unten rangehen sollen. Wenn man sich hier aber nach oben rettet, kriegt man ja direkt wieder schönen Besuch. Das ist schon lieb. Die Entwickler sind schon sehr lieb einfach. Die wollen nur das Beste für einen. Weißt du, ich glaube, die sitzen da in ihrer Essener Bude, haben gerade schlechte Laune, weil der Döner nicht gut war, und dann lassen sie all ihren Weltfrust auf die Menschheit und diesen schlechten Döner einfach an den Spielern aus. Und ja, da mach ich jetzt auch noch einen hin, da kommt eine Falle hin, und wenn er denkt, der ist sicher, dann wird er da gefressen. So. Und dann geht's ihnen aber besser. Und das freut mich dann. So, okay, gut. Wie locken wir die Kollegen denn jetzt weg? Wenn ich die angreife, haben die halt Zorn auf mich. Das ist nicht gut, ne? Kaya, kannst du vielleicht, würdest du die Ehre übernehmen, mir die Ehre erweisen und vielleicht da einfach mal reinzümpeln? Der liegt halt genau am hinteren Baumstamm. Sind hier überall. Weißt du, wenn ich die wenigstens besiegen könnte, würde ich mir jetzt richtig schön Batzen XP holen, aber... Ich brauche unsere Domina und ihre beiden Wachen, damit die übernehmen.
Oder ein Granatwerfer oder irgendwas. Strategisch ist es hier besser. Da komme ich auf jeden Fall schneller an den Baumstamm und ich muss mich dann nur in Sicherheit bringen. Das Problem ist, die Viecher spucken halt auch, ne? Und die würden uns auch hinterher spucken. Ah, ich bin im Arsch. Was denn? Okay, Kaya, du gehst jetzt von hinten rein. Ja, das ist nicht gut. Bis der Jetpack mal wieder auflädt. What are we waiting for? Christmas? Oh nein. Ich bleibe stur. Mist, einer ist beim Bau geblieben. Oh, das sind aber andere, ne? Die spucken Blut und nicht Plasma. Das hat nicht geklappt. Au! Sagen wir gemeinsam. Ja, ja, ich auch gerade. Stell dich mal nicht so an. Huha! Roll dich halt in Richtung Schlucht ab, klar. Was macht sie denn da? Abgeschlossen. Ich habe vergessen, mit gezücktem Schwert kann man schlecht looten. Oh, warte mal, hier war doch auch noch einer, oder? Ah ja, komm. Da war der, okay. Gut, bist du fertig da unten? Da drüben? Ja, tut mir leid. Ich wollte es unbedingt und dann habe ich es getan. Das machst du nicht ungestraft. Ich hab doch... ich hab Fragen. Ich glaube, die ist so sauer, die ist zu Jesus geworden. Aber Jesus 2.0. Airwalker. Ich könnte Hilfe bei den Gockeln gebrauchen da drüben. Mal gucken, ob sie sich wieder beruhigt. Eines Tages holen wir uns den da drüben auch. Ja. Ich glaube, wir kommen aus dem Kampf nicht raus. Aber was hat's jetzt mit der Schnell... Also kann ich jetzt immer noch Schnellreise machen? Mitten im Kampf? Ich würde es probieren. Schlechter Zeitpunkt. Cool. Okay, sie kommen wieder zurück.
Kommst du bitte mal? Ah, gut. Okay, lass mal. Lass mal die langsame Waffe noch mal ein bisschen ausführen. Vielleicht bleibe ich doch bei Einhändern. Ich weiß noch nicht genau. Ich finde die zu langsam. Das ist eine 3. Hä? Danke, dass du da warst. Ja, gerne. Ach so. Ja, gut, hätte ich mir auch sparen können gerade. So, na gut. Ah, mal gucken. Vielleicht schaffe ich ja so mit dem Zweihänder. Waren die Aasfresser vorher schwieriger? Ich kann mich gar nicht erinnern, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt gar nicht so den richtigen Vergleich. Ihn da drüben würde ich gerne noch mitnehmen. Nachdem ich hier mal kurz geguckt habe. Ja, habe ich ja gedacht. So. Vielen Dank. Würde Metallschrott gerne in Barren einschmelzen. Und dann was Schönes draus machen. Vor allem, weil wir so viel haben. So, ihn da drüben frühstücken wir nochmal mit. Warte mal. Oh, Frühstück, ich hab voll Hunger. Ich hab eine gute Idee. Okay. Die war es halt wirklich kaum wert. Kaum Erfahrung gekommen. Hat hier irgendwas bewacht? Waren wir hier unten schon? Ich weiß. Es sieht alles so gleich aus hier. Ich weiß, man soll nicht. Aber fürs Fleiß. Ich könnte auch zornig auf Asseln sein. Dann würde die Kälte sinken. Die sind hier überall, ne? Ja, die sind hier... Oh, offenbar überall. Ja, und da sogar zwei. Wir werden die irgendwann alle killen gehen. Ich bleibe optimistisch. Den würde ich gerne probieren. Oh, naja, vielleicht erstmal den. Einen nach dem anderen. Ich weiß, wir haben die Quest gelöst. Oh. So, warte. Was immer das hier ist. Warum auch immer das hier steht. Oh, hey, kleiner Mana-Trank. Dankeschön. Wir haben so viele Mana-Tränke, wir sollten eigentlich Barbar werden. Oder Berserker. Achtung! Okay, das klappt sehr gut. Also die schnelleren Gegner... Ich glaube, ich würde beide Schwerter annehmen. Für kleinere Gegner, glaube ich, einen Einhänder. Und für größere, langsamere Gegner den Zweihänder behalten. Ich glaube, das ergibt Sinn. Den Schild habe ich eigentlich nur, weil, wenn wir den mit ausgerüstet haben... Ich nutze den nicht wirklich, aber... Beim Special Move boxen wir Gegner damit um. Das fand ich sehr angenehm. Bei ihm muss ich jetzt mal gucken, wie ist das mit dem Zweihänder? So, also mal ein bisschen checken. Komm mal her.
Ja, du bist ganz furchteinflößend. Aber guck mal, die greifen nicht sofort an. Die warnen erstmal, ne? Warte. Sicherheit geht vor. Erstmal den hier machen. So. Der war auch garstig. Hä, du bedankst dich ja gar nicht. Komisch, verstehe ich nicht. So, okay. Ja, der Zweihänder geht eigentlich ganz gut. Also auch beim Skeks hat der Zweihänder sehr gut Schaden reingeballert. Im Vergleich zu unserer sonstigen Geschichte, die wir sonst dabei hatten. Ach, weißt du was? Statt 120 Erfahrungen haben wir jetzt 126 bekommen, glaube ich, ne? Ist halt so. Ja, naja, ist halt ein bisschen... Hat sich richtig gelohnt. Sag mal, kommst du auch mal runter? So. Steht da vorne jemand? Sieht so aus. Oh, warte mal, und da habe ich gerade noch eine Ader gesehen. Wir reisen gleich zurück, ne? Also gleich reisen wir zurück. Ist die Ader schon verbraucht? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht erinnern, hier gewesen zu sein. Da liegt auch ein Knochen. Und wenn ich es richtig gesehen habe... Lootauge. Sei wachsam. Energiespeicher. Noch mehr Metallschrott. Wie viel Metallschrott kann man haben? So, sehr viel Knopf. Huch. So, Eisenader. Die gute Eisenader. So. Bin ich froh, dass es hier ein unendliches Inventar gibt. Hier waren wir schon mal, ne? Ist das hier der... Oder? Nee, das ist nicht der Weltknoten. Doch, ist er. Hier Weltknoten. Quatsch, wie heißt denn nochmal? Hier Weltenherz. Nicht Knoten. Ja, doch, ist er. Mal kurz Kollegen Hallo sagen. Hey, Garald. Diese Outlaws haben vielleicht Nerven. Ja, cool. Das, ja. Prima, danke. Und da war noch irgendwas, was ich machen wollte, ne? Schön, wie das blitzt und blinkt auf dem Rücken. Mist. Aus Reflex einfach geguckt, ob da noch was drin ist. Wollte ich zum Köter? Nee, ne? Ich wollte gucken, wer da steht. Warte, ich speichere nochmal. Könnte ja auch mal ein Lied sein. Aber ich glaube nicht, der hat so ein... Oh. Okay. Ich dachte schon, ich treffe hier draußen nie auf einen Menschen. Seit mehreren Tagen verstecke ich mich hier jetzt schon. Verstecken? Du musst mir helfen. Unsere Karawane wurde überfallen. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Okay. Erzähl mir, was vorgefallen ist. Eine Gruppe Alps hat uns überrascht. Wir sind mit unserer Karawane gerade aus Abessa wieder auf den Weg zurück zum Fort gewesen, als sie uns aufgelauert haben.
Es hat keine 10 Minuten gedauert, da hatten sie uns abgeschlachtet. Wie hast du überlebt? Ich konnte mich rechtzeitig verstecken. Scheiße nochmal, ich bin gerade erst zum Läufer befördert worden. Dachte, ich kann ein paar leichte Aufgaben im Fort erledigen. Falsch gedacht. Stattdessen werde ich rausgeschickt. Und muss mit ansehen, wie meine ganze Karawane abgeschlachtet wird. Wegrennen ist immer eine Option und wird bei Elex übrigens sehr empfohlen. Du bist ein Läufer? Ja. Das ist der unterste Rang im Fort. Man bekommt Zugang zu Rüstungen und ein paar von den geilen Stims. Aber das war's auch erstmal. Wenn man bessere Ausrüstung möchte, muss man sich schon hocharbeiten. Mhm. Das war genau das, was ich vorhatte, bevor dieser ganze Mist hier passiert ist. Mhm. Was hast du jetzt vor? Ich hatte gehofft, ich könnte mit dir kommen. Alleine überlebe ich den Marsch ins Fort niemals. Ich hatte Glück, dass ich bis jetzt noch nicht von Alps gefunden oder von den Schakalen gefressen wurde. Bitte, du musst mir helfen, dass ich Hank Bericht erstatten kann. Ich hoffe, Kaya bleibt aber. Ich helfe dir, zurück ins Fort zu kommen. Ich danke dir. Ich habe wirklich Schiss alleine hier draußen. Am besten gehst du voraus, ich werde dir folgen. Kit schließt sich dir an. Und was mit Kaya? Die bleibt aber, ne? Ja, okay, die bleibt. So, noch eine Warenkiste. 2 von 5 Warenkisten. Ein guter Becher von dem Alp, das sind genau die Sachen, die man haben will. 3 von 5 Warenkisten. Oh, die sind alle diesmal so beieinander, das ist ja ungewöhnlich. 210 Erfahrung statt 200 wahrscheinlich. Ja, die XP zahlen sich aus. Aber vielleicht auf Masse gesehen. Ich würde ehrlich gesagt gerne noch ein paar XP hier sammeln. Zum Beispiel da. Ich warte lieber. Tja. Habe ich XP für den erhalten? Ich weiß gar nicht. Reisender Händler, natürlich. Oh, das ist aber ein schickes Gerät, was du da hast, Kid. So, das ist noch ein Bad zum Ausplündern. So, da bin ich. Achtung! Ach, lebt er noch? Naja, lebte. Aber ich krieg dann keine XP für die? Ich warte lieber. Bleib hinter mir. Steck die Waffe weg. Ich krieg keine XP, ne, wenn die damit eingreifen. Ärgerlich. Okay, bei dem habe ich auch sehr wenig Damage gemacht. So, Outlaw, vielen Dank. Nochmal ein Outlaw, ein guter Becher, toll. So, da bin ich. Ja, Kid, danke dir, schön, dass du dabei bist. Bist große Hilfe. So, holen wir uns mal den da. Süppchen reingeballert, 60 Erfahrung und mit dem zusammen 120 und da hinten ist wieder irgendein Viech, was ich noch nicht angreife, glaube ich.